Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich sitze noch mit Andreas Popp hier. Wir hatten ja schon ein sehr interessantes Gespräch und du sagtest, ein Thema ist ja noch ganz wichtig. Das wollten wir gleich nochmal hinterher schieben, und zwar Tiere, Fleischkonsum und so weiter. Wir haben im Vorgespräch herausgefunden, dass du dich eben nicht nur mit Weltwirtschaft und Geld und Banken und so weiter befasst. Brot und Spiele, auch mit Brot, also mit Ernährung. Und du sagst, ein ganz großes Problem ist auch, dass wir einfach so viel Fleisch konsumieren und dadurch, erzähl du vielleicht einmal, was ist für dich der wichtige Aspekt? Also wir haben letztendlich die Situation, dass wir ja gar nichts isolieren können, sondern insgesamt immer nur sehen können. Und dazu gehört eben halt auch diese Thematik. Wir sprechen eben halt von den Bankensystemen und deren Aggregate. Dazu gehört dann die Rüstungsindustrie, dazu gehört dann die Pharmaindustrie. Das sind ja alles Aggregate des Geldmonopols. Dazu gehört natürlich auch eine gigantische Fleischindustrie. Und wir sind natürlich darauf konditioniert worden, denn alles, was ich jetzt sage, wird gegen Konditionierungen erstmal ganz deutlich laufen. Weil wir sind alle groß geworden, auch ich in meiner Kindheit, wenn es denn hieß, du hattest was gegessen, Gemüse war alles war gut, und dann iss wenigstens dein Fleisch, wenn du satt warst. Fleisch war damals teuer und Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und wir brauchen Fleisch, weil es gesund ist und so weiter. Und ich möchte vor allem auch eines machen, das ist die moralische, ethische Frage stellen. Haben wir überhaupt das Recht, Tiere nicht nur so zu behandeln, sondern auch grundsätzlich überhaupt zu töten? Das ist ja eine ethische Frage. Es sind ja mehrere Dinge, mit denen man dieses Thema aufdröseln kann. Bleiben wir ruhig erstmal bei der ethischen Frage. Wir sagen, die Tiere sind uns ja untergeordnet, weil die sind ja sogar Fleischträger, die sind ja dafür da, dass wir sie essen. So wird es dargestellt. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich manchmal so ein bisschen verwerflich. Da heißt es zum Beispiel, der Hund stirbt, die Familie ist traurig, alle weinen, sind in Tränen aufgelöst und essen abends ein Kalbsschnitzel. Ja, oder man regt sich auf, dass in China Hunde gegessen werden Genau. oder Und was weiß die ich. Frage ist die, das Kalbsschnitzel ist also ein Kind, da wird ein Kind gegessen. Und die Mutterkuh steht auf der Weide und muht sich heiser. Das haben wir so oft, dass Kühe so mit so einem Hochton noch nachmuhen, weil die rufen nach ihrem Kind, was schon auf dem Teller liegt. Das sind Dinge, die mich emotional schon sehr berühren. Und da ist dann wirklich auch ganz ernst mal, dass man dann sagen muss, wir können nicht unterscheiden zwischen Lieblingstier und Lieblingsgericht. Und so wird das gemacht. Und das ist für mich völlig irrational, dass beispielsweise den Hund, oh Gott, der ist ja so süß, der ist ja so lieb, und jetzt ist da plötzlich ein Schweinchen. Würden wir das kennenlernen und verfolgen, würden wir es nicht essen. Aber wir essen es, weil es ja nur ein Fleischträger ist, weil irgendwelche irrationalen Materialisten gesagt haben, das ist eben halt kein Tier, sondern das ist Vieh, das ist eine Ware, und diese Ware ist dafür da, dass wir satt werden. Und das ist für mich mit nichts oder auch gar nichts zu rechtfertigen. Ich muss dazu sagen, mein Vater kommt aus Thüringen, meine Mutter aus Gelsenkirchen, aus dem Nordrhein-Westfälischen. Und da gab es immer Fleisch in meiner Kindheit. Ich kenne das nicht anders. Und ich habe die Fragen auch irgendwo nicht mehr gestellt, aber nie richtig gestellt. Aber als ich dann mit einem Mann zusammenkam, der Mann heißt Kaplan, Dr. Kaplan, ein hervorragender Autor, lebt in Österreich, und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Der Leichenschmaus. Und das habe ich gelesen und bin dann zu dem Schluss gekommen, nein, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und dann fängt man an, auch ohne mit dem Finger zu zeigen, du Böser, zu sagen, okay, steht uns das wirklich zu? Die Tiere werden auf der einen Seite unter den Menschen gesehen, auf der anderen Seite werden aber Tierversuche gemacht in der Pharmaindustrie. Da passt es dann plötzlich wieder, denn wir können da ja Rückschlüsse für den Menschen ziehen. Also man macht sich das so wie das Grundgesetz, wie man es gerade so braucht halt. Und das ist für mich inkonsequent und nicht in Ordnung. Das ist der große ethische Bereich. Der zweite große Bereich ist auch ethisch, aber vor allem auch in der wirtschaftlichen Situation dieser Welt zu sehen. Der Massenhunger dieser Erde wäre alleine durch die Reduktion des Fleischkonsums zu eliminieren. Nicht nur das. Mit jedem Stückchen Fleisch wird auch Monsanto subventioniert. Denn wir brauchen ein Zehnfaches an Getreide, um 1 Kilo Fleisch zu ernten. Und dieses Getreide wird dann über Turbogetreide nochmal forciert, weil wir wollen ja unseren Schnitzel haben. Und dieses Schnitzel, was wir haben, oder den Braten, den wir haben wollen, oder die Bratwurst, was auch immer,
Das sind natürlich letztendlich Dinge, die uns ja Geschmack verursachen. Und dafür sind wir auch bereit, eben halt ein Zehnfaches an Getreide zu vernichten. Wir wissen es. Wenn man es wissen will, kann man es wissen. Man denkt nicht drüber nach. Man denkt einfach nicht drüber nach. Und über diesen Umweg, dass wir Bäume in Brasilien abholzen oder in Mittelamerika, um Tierhaltung zu machen, um die großen Rinderherden zu halten auf der einen Seite, dass wir letztendlich so unglaublich viele Zerstörungen dieser Erde machen, im Prinzip um Tiere zu halten, um Fleisch zu essen oder eben halt auch Getreide mit Turbos ausstatten im Rahmen irgendwelcher genetischen Manipulation, das ist schon sehr, sehr fragwürdig aus meiner Sicht. Und ich denke einfach, das steht uns nicht zu. Es ist uns ja vieles einfach da nicht mehr bewusst. Wir kriegen dauernd diese Prospekte von Real und von Lidl und von was weiß ich. Und das auf den ersten Seiten sind immer Leichenteile. Ja. Fällt das mal auf? Ja. Also das ist immer das Erste. Ich sag mal, lieber Rückseite, da ist die Technik vielleicht drauf. Ja. Aber es ist erschreckend, immer vorne sind Leichenteile. Ja, weil Fredel Fesel, er ist das noch bekannt. Fredel Fesel, ist mittlerweile auch ein höheres Alter, ein Kabarettist aus Bayern, glaube ich. Ganz netter Kerl. Ich glaube, kann auch aus Österreich sein. Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Und der hat irgendwann mal das Thema Wurst beschrieben. Und der hat dann gesagt, Wurst, was für eine irreführende Bezeichnung. Man müsste doch eigentlich sagen, an der Verwesung verhinderte Leichenteile und dann in deren eigenen Kotkanäle gefüllt. Das wird uns unter der irreführenden Bezeichnung Wurst kredenzt. Das klingt hart, aber genau so ist es letztendlich. Mhm. Eines ist doch entscheidend. Wir werden konditioniert zu Fleischessern, indem beispielsweise die Mutter mit dem Kind an der Fleischtheke steht und dann kommt dann eben halt die Dame und gibt schon mit der Gabel rüber die lächelnde Mortadella. Ja. Ja, das ist kein schreiendes Tier, was ermordet wurde, sondern das ist eine lächelnde Mortadella. Mhm. Und dadurch werden die Geschmacksnerven erst einmal aktiviert, eine Abhängigkeit erzeugt. Und dann fragt keiner mehr nach. Und ich habe natürlich unglaublich viele Gegner, auch jetzt, wenn ich so etwas sage. Das weiß ich, dass da ganz viele Leute, weil auch viele Leute davon leben müssen. Übrigens im Rahmen eines Finanzsystems, vernünftig, und eines anderen Gesamtsystems, hätten wir das Problem auch gar nicht mehr. Denn ich kann die Leute schon verstehen, die davon abhängig sind. Das ist auch schon klar. Aber wir werden natürlich auch wirklich konditioniert dazu. Mhm. Aber wenn man es ganz juristisch mal angeht, gibt es ja den Begriff des Tötens und auch des Mordens. Mhm. Mord heißt ja zum Beispiel Töten aus niederträchtigem Grunde. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise für das Stückchen Fleisch, was ich auf die Gabel piekse, was ich mir jetzt zwischen Gaumen und Zunge stecke, für diesen kurzen Weg übrigens, wo nur die Geschmacksnerven da sind, für diesen Augenblick wird ein Tier ein Leben lang gequält, niedergemetzelt, ermordet. Da für mich der Mordbegriff eigentlich schon moralisch für mich schon erfüllt. Es ist auch diese widersprüchliche Einstellung der Menschen, was zum Beispiel dieser Bär, der da vor einem Jahr oder was mal irgendwo rumlief und der dann abgeschossen wurde und die Menschen regten sich auf, den kann man doch nicht abschießen. Oder wenn irgendwo eine Katze vom Jäger oder ein Hund vom Jäger getroffen wird, da sagt man auch, das ist schlimm, dass die Jäger da die Katzen schießen und so. Das heißt, wir haben so ein gespaltenes Verhältnis zu den Tieren. Also das heißt, wir möchten eigentlich Tiere schützen. Aber wir sehen das, was wir täglich da am Supermarkt, an der Fleischtheke haben, das sehen wir gar nicht damit im Zusammenhang. Das ist völlig irrational. Die Quälerei, dass die Katze gequält wird, oder warum isst man keinen Hund? Ich finde jetzt beispielsweise einen Hund oder eine Katze essen nicht verwerflicher als ein Schwein. Das ist eigentlich nicht das ganz große Thema. Ich würde es insgesamt nicht tun. Es gibt Leute, die sind noch krasser, die sagen, dann kannst du auch einen Menschen fressen. Also wenn du, ja, auch das wäre übrigens letztlich das Gleiche. Wäre auch völlig in Ordnung. Ja. Theoretisch ja, es ist eine Kohlenstoffverbindung und die macht satt. Und das Schweinefleisch ist ja dem Menschenfleisch sehr ähnlich, sagt man. Mir geht's einfach darum, dass ich glaube, dass wir grundsätzlich diese Dinge immer mal hinterfragen müssen, was tun wir hier eigentlich? Mhm. Und das ist eben halt eine Frage, dass wir sagen, wir haben Tiere, die sind süß und niedlich. Mhm. Und dann gibt's zum Beispiel so einen glibberigen Fisch. Und dieser Fisch wird mit dem Netz aus dem Meer, wird auf das große Schiff. Mhm. Und dort erstickt er über Stunden. Ja. Der erstickt. Mhm. Und wenn einer mal weiß, wie es sich anfühlt, in einer Badeanstalt als Kind mal unter Wasser gedrückt zu werden und einmal kurz Angst zu haben, weil man keine Luft bekommt, der hat vielleicht eine Vorstellung, eine ungefähre, das ist ein Horror, was dieser Fisch dort durchmacht. Mhm. Ja, und das sind für mich Dinge, die emotional einfach nicht gehen und vor allem auch sachlich nicht sein bräuchten. Ja. Würden wir tatsächlich umstellen,
vegetarisch. Würden wir tatsächlich, würden wir, übrigens ist die Konditionierung auch sehr schnell wieder abzubringen. Dadurch, dass ich eben viele Jahre Fleisch gegessen habe und Genussesser war und dann aus den Erfahrungen, dass ich gesagt habe, nein, ich kann es nicht verantworten, ausgestiegen bin, tatsächlich. Ja. Und bin dann das erste Mal mit Tofu gekommen. Da habe ich nur gesagt, um Gottes Himmels Willen, Tofu kann es nicht ersetzen. So eine glibberige Masse in so einer Lake, grausig. Ja. Aber wenn man dann irgendwann sich damit beschäftigt und weiß, es ist eine Frage des Würzens, denn das ist auch immer wichtig, man muss den Leuten ja auch Alternativen geben. Es gibt wunderbares Essen und das ist nicht nur an irgendeinem Salatblatt knabbern, denn das macht mich auch nicht satt. Ja. Ich bin auch noch derjenige, der gerne eben halt was auf dem Teller haben möchte und das Gefühl haben, dass er richtig satt wird. Es gibt heute in den Bioabteilungen oder auch in den Kaufhäusern zugegebenerweise noch nicht so wahnsinnig billig, auch das muss man ganz klar sagen, weil das Getreide höhere Ansprüche hat, wenn es nachher verwandt wird, als ein Tier. Ein Tier hält offensichtlich mehr Schmerzen und Qualen aus und ist trotzdem noch essbar. Genießbar möchte ich gar nicht sagen. Und wenn man beispielsweise ein Tofu oder eine Weizensystematik, eine Masse, ein Medium würzt, kann man es unglaublich schmackhaft machen. Ein rohes Stück Fleisch, ungewürzt, schmeckt übrigens auch nicht so doll. Das ist richtig. Ja? Ich finde übrigens ein interessanter Gedanke, gerade wenn auch für Kinder zum Beispiel dann sagen, sie wollen gerne einen Hamburger oder sowas. Es gibt bei Aldi wirklich solche fleischlosen Klopse und dann machst du das wirklich mit Brötchen und mit Tomaten und mit Zwiebeln und mit Tomatenketchup und Salatblatt und dann schmeckt das. Gibt's überall. Da kannst du wirklich im Grunde sagen, hier, Hamburger ist aber ohne Fleisch. Es gibt ganz viele Alternativen. Man kann zum Beispiel einen Kohlrabi schälen, machen wir hier mal einen Esstipp hier, einen Kohlrabi schälen, schneidet den beispielsweise in Scheiben in Stärke von einem Schnitzel, kocht sie einmal an, dass sie etwas weicher werden, würde sie dann panieren mit Ei und mit richtigem und schmeißt das Ding in die Pfanne und brät das Ding. Das ist dann so eine Art Kohlrabi-Schnitzel. Das schmeckt übrigens ganz fantastisch. Man kann. Die Sache ist, man muss es wollen. Man muss wissen einfach, dass man sagt, okay, man verzichtet am Anfang tatsächlich auf den Genuss des Fleisches, aber wenn man sich vorstellt, dass dadurch das schreiende Tier, wer mal in einer Massenschlachterei war, und ich habe mir das angesehen, wie das läuft, und da war ich 3 Wochen danach krank. Und so hat mich das berührt und habe gesagt, nein, Ende, aus. Und ich brauche nur diese Bilder mir wieder hervorrufen. Auf unserer Homepage, auf der Wissensmanufaktur, bitte gehen Sie wirklich drauf. Die Leute sollen alle raufgehen und sich auch mal anhören. Wir haben einen Bereich Soziales. Meine Kollegin, die Pia Kästner, ist da hochgradig engagiert und wir geben auch gerne Tipps dazu raus, auch wie man davon loskommt. Übrigens, wenn man irgendwann umkonditioniert ist, ich bin ja seit vielen Jahren jetzt Vegetarier, und man beißt mal aus Versehen in ein Stück Fleisch. Ist mir neulich mal passiert, dass ich an einem Buffet stand, da war so ein Gebäck und da war drin ein Stückchen, angeblich wäre da drin gewesen Käse, und ich war aber ein Schnitzel irgendwie eingebacken in so einem Blätterteig. Da hatte ich plötzlich einen ganz fürchterlichen Geschmack, so wie ich ihn hatte, als ich das erste Mal Tofu hatte. Weil ich bin tatsächlich jetzt umkonditioniert und habe denselben Genuss wie früher. Dann wird er nachher schlecht, wenn du Fleisch gegessen hast. Ja, es wird gar nicht jetzt das Leichengeschmack, aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich plötzlich ein völlig neues Gefühl hat. Ja, aber man hat ja manchmal das Problem, man geht in ein Restaurant und sagt, haben Sie was Vegetarisches? Und dann sagen Salate und Bratkartoffeln. Und dann bestellst du Bratkartoffeln und dann ist der Speck drin. Die denken gar nicht drüber nach. Nein, weil das ist heute alles völlig normal. Ja. Und ich möchte auch weg von der Angriffshaltung, dass ich die Menschen angreife, die Fleisch essen. Ja. Ich möchte einfach. Das ist das andere Extrem. Es gibt ja wirklich Leute, die werden wirklich, Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe, aber so unangenehm und wirklich fanatisch, die machen es natürlich dann auch nicht besser. Genau. Ich glaube, was wir uns im Klaren machen müssen, wir sehen die großen Transporte der Tiere auf den Autobahnen. Und ich weiß nicht, wenn man mal in so einem Stau steht und da gehen so die Autoschlangen aneinander vorbei und da ist so ein Tiertransporter, keiner möchte eigentlich unmittelbar daneben stehen. Also ich finde das ganz furchtbar. Und die Schweinenasen oder was auch immer da transportiert wird, zu sehen. Weil instinktiv sagt uns unser Gewissen, dass das falsch ist, was da läuft. Es zieht sich was zusammen. Es ist ganz, ganz schlimm. Und wir sehen diese Deportation. Wir sehen sie. Ja. Und zwar ständig sehen wir sie. Und keiner kann sagen, er hat das nicht gesehen und nicht gewusst.
Ganz deutlich, wir sehen sie. Und das ist für mich einfach nicht zu rechtfertigen. Und wenn einer wirklich dran vorbeifährt und sagt, ich spüre nichts, dann muss ich das akzeptieren. Aber ich glaube, viele Leute spüren sehr wohl ein Unwohlsein, weil sie spüren, nein, das ist nicht in Ordnung. Nein, sie verdrängen, weil es schmeckt so gut, sie haben genug Probleme und deshalb machen sie doch irgendwie weiter. Ich glaube, wenn alle Menschen ihr Essen selber erlegen müssen, dann wären 99, oder wie viel auch immer, wahrscheinlich wären die Vegetarier. Richtig. Weil ich kann es nicht mal angeln. Die Leute, die angeln und sagen, ja, ich schmeiße den Fisch nachher wieder rein. Mhm. Ich denke immer, ja, die Fische haben ja kein Nervensystem und so. Aber allein dieser Haken im Mund und dann wieder reingeschmissen werden. Also ich stelle es mir trotzdem nicht angenehm vor, auch wenn ich vielleicht kein Nervensystem habe wie die Säugetiere. Und das Problem ist, wir nehmen uns da ja auch bestimmte Dinge raus zu behaupten. Die spüren nichts, die haben keine Nerven. Wir wissen es nicht wirklich. Mhm. Wir behaupten es einfach. Ja. Wir wissen spätestens seit Schauberger plötzlich, dass eine Forelle plötzlich solche riesen Distanzen hochspringen kann und wir fragen uns, mit welcher Energie sie das macht. Die ist für uns unerklärbar. Wo holt sie die Energie her? Die Implosionsenergie beispielsweise. Oder eine Hummel kann nicht fliegen und sie fliegt trotzdem. Physikalisch geht es nicht, aber sie tut es einfach, weil sie weiß nicht, dass sie nicht fliegen kann. So, das ist das große Problem. Also insofern ist es immer so, der Mensch in seiner anthropozentrischen Hybris, also sich als Überheblichkeit, als Endprodukt der Evolution zu sehen, ist schon manchmal ein bisschen verwerflich. Ja. Aber wie du es ganz richtig sagst, wir verdrängen es, wir haben es delegiert an die Schlachthöfe. Da möchten wir wahrscheinlich wirklich nicht reingucken, denn wir denken immer, ja, die werden ja dann irgendwie vorher betäubt, bevor sie getötet werden. Aber wie viele Tiere dann da, wo das nicht geklappt hat mit der Betäubung und die dann wirklich auseinander geschnitten werden oder gesägt werden, während sie noch zappeln, dann wird einem wirklich schlecht. Ich kann sowas auch, ich will gar nicht dran denken, aber man muss es vielleicht mal so deutlich sagen, das ist wirklich der absolute Horrorfilm Und da spreche ich jeden auch hier, der Bewusst-Zuschauer an, der Bewusst-TV-Zuschauer. Ich freue mich, dass ich darüber reden kann. Ja. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ihr das nächste Mal in ein solches Stückchen Fleisch reinbeißt, denkt einmal darüber nach, dass es ein schreiendes Tier war. Voller Angst, voller Panik, den Tod ins Auge gesehen. Das ist die Realität. Keine Panik, kein Schlechtmachen, sondern einfach es mal zulassen. Dann kommt von alleine die Emotion zu sagen, ich glaube, ich lasse das. Und man nimmt ja sogar die Energie mit auf, also diese Todesangst. Man sagt zwar immer, gut, das wird vermieden, dass da das Adrenalin ausgestoßen oder ich weiß es nicht, aber man nimmt ja im Grunde diese Energie des Horrors, den die Tiere erleben, mit auf. Und ich habe, glaube ich, selber mal das auch erfahren, dass ich also früher auch Albträume hatte, das war normal. Und wenn ich dann wenig oder kein Fleisch mehr esse, dann habe ich die eigentlich nicht mehr. Oder? Also Leo Tolstoi hat einmal gesagt, und das ist ein sehr schönes Wort zu diesem Thema, um das so zum Ende zu bringen, wirklich die Geschichte zu sagen, solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen Ursachen auch der Verrohung der Menschen. Ein solches Tier auseinanderzunehmen und die Eingeweide da rauszuholen, es ist einfach unwürdig. Das ist richtig, das ist so eine Abstumpfung. Wir reden ja oftmals über Kinder mit ihren Gewaltspielen und sagen, ja, die stumpfen ja total ab mit ihr, wenn sie da so Ego-Shooter haben. Genau. Aber wie weit wir eigentlich als Gesellschaft abgestumpft sind, indem wir dieses... Wir essen unsere Frikadelle abends und das ist viel schlimmer als das Gewaltspiel. Weil das oder am Hähnchenstand, ne, wenn ich immer so eine Bude da sehe, die ganzen Glocke sich da drehen. Die ganzen dann, Tiere da, oder kurz vor Weihnachten sieht man noch die großen Flächen, wo die ganzen Gänse sind und dann nach Weihnachten sieht man plötzlich alles frei. Oder schon kurz vor Weihnachten, weil sie dann alle auf dem Teller gelandet sind. Es ist vermeintlich eine Reduktion des Genusses. Übrigens ist es das auch. Das muss man ganz offen sagen. Rein vom Genuss her, wenn man das jetzt als normales Nahrungsmittel sehen würde, ist es erst einmal eine Reduktion. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber es geht ganz schnell. Man sollte sich ein Jahr Zeit geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Bewusstseinssprung. Es tut mir leid, wenn einer kommt und sagt, ich will die Welt verändern, ich bin großer, ich bin bewusst ganz entwickelt, geistig, spirituell ganz groß und abends sitzt er und isst ein Kalbschnitzel, dann kann ich das nicht mehr ernst nehmen. Und nochmal den anderen Aspekt, den du genannt hast, der einfach ökonomisch, das eben wirklich um unsere Hamburger irgendwo zu züchten, die Rinder dazu in Argentinien oder wo auch immer, werden erstmal auch riesige Wälder abgeholzt, weil eben
Abgebrannt Riesenbaum, sogar, weil ja. Man darf ja das Holz nicht mehr kaufen. Palisander ist ja nicht mehr verkauft, weil es nicht mehr verkaufbar ist. Oder Mahagoni, man darf es ja nicht mehr verkaufen. Zum Schutz der Wälder. Aber abgeholzt wird es trotzdem. Nee, es wird abgebrannt, weil es Holz kauft kann, jetzt verbrennt man es halt. Ne? Also es ist ziemlich absurd, das Ganze, wie so ziemlich alles ziemlich absurd ist, was hier so läuft. Wenn ich sehe, dass an der Nordsee oben die Krabben, die werden rausgeholt aus dem Wasser, dann werden die über Nacht nach Agadir geflogen, nach Marokko, werden dort gepoolt, werden dort als gepoolte am nächsten Tag wieder zurückgeflogen, um dann als Brötchen an die deutschen Wattausflügler dann zu verkaufen. Toll, und wenn die Brötchen dann nicht mehr frisch sind am nächsten Tag, werden sie weggeschmissen. Also ist ja auch noch ein Thema, dass wir unglaubliche Mengen an Lebensmitteln wegschmeißen. Richtig. Ja, weil auf der einen Seite haben wir Turboacker und auf der anderen Seite gibt es Stilllegungsflächen. Das ist das Absurde. Aber so sieht man eben halt auch, wie die Masse des Geldes letztendlich die gesamten Systeme bestimmt. Und Monsanto ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Aber ich habe gehört, die haben auch Probleme. Also das Patent für das Roundup läuft irgendwie aus und es kommen immer mehr Missernten und Schadenersatzforderungen. Jede Form von Patent auf Nahrung ist pervers. Ja, das ist abartig. Die Schweinezucht haben ja schon eine Nahrung zu also wirklich als Patent sich zu sichern zu lassen, ist abartig. Also ich denke mal. Da gibt es noch viel zu tun an der Stelle. Auf alle Fälle. Es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, einfach bei bewusster Vorsicht die Dinge bewusst zu machen. Ich danke dir auch nochmal, dass du das angesprochen hast. Du hast ja auch gesagt, du hast irgendwie so Gnadenhöfe oder unterstützt die, wo also Tiere, die... Ich bin selbst im Tierschutz viel und wir von der Wissensmanufaktur machen sehr, sehr viel. Ich kann nur jeden Seher und Hörer, geht drauf auf die Internetseite, guckt euch das mal an unter Soziales. Erschreckende, aber auch schöne Sachen. Wir haben auch viele Informationen, auch beispielsweise Rezepte, wie man vegetarisch leben kann, um erstmal klarzukommen und so weiter. Das ist auch lecker, es soll ja auch schmecken. Ja, natürlich, das soll jetzt keiner Löwenzahn jetzt futtern und noch und sagen, okay, von heute auf morgen alles umschwankt. Das geht nicht. Aber tatsächlich vom Fleisch runter ist überhaupt kein Problem. Also ich danke dir, dass du selber den Wunsch nach unserer Sendung über die Wirtschaftsthemen den Wunsch geäußert hast. Das ist noch dir ein wirkliches Anliegen. Finde ich toll. Man merkt es eben auch, dass du da wirklich engagiert bist und nicht nur einfach irgendwelche Theorien hast, sondern das lebst. Ich finde es gut, dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen konnten und ist auch für mich auch nochmal ein Punkt, wo ich auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken muss. Dankeschön. Also vielen Dank, dass du da warst, Andreas Popp.